Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der Vers gefällt. Ich finde, wir haben ihn hervorragend wiederhergestellt. Ich grüße euch. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von ich hoffe einem wirklich, Menschen dass niemals erwartet ich hätte. Ich glaube, nicht meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Viamo, ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Liederedda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf war Numinex in Menschengestalt. Doch in mondlosen Nächten durch die Lüfte er strich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen. Tarnt euch und greifet Flugs Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf, er begann. Doch verdreht wurd die Order, Winterfest sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen großzügigen Lohn erhalten. Nochmal, Tane Breeling, zu euren Diensten. Dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Melaran, unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ja, damit bin ich fertig. Elfenwaffen bald, für ihre Armeen, bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Nur so gut wie der, der sie führt. Aber sie sollten einen guten Preis von der kaiserlichen Armee einbringen. Recht habt ihr. Beeilt euch. Oder auch von den Rebellen, wenn sie genug Geld haben. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Wie immer. Bitte wendet euch mit allen Fragen betet an den Falkfeuer für uns alle.
Wir sollten das Fest bald abhalten. Oh, vergesst hallo. Mit Jorn ich sprechen, räume gerade etwas Fest auf. Bereit seid. Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Der jüngste Barde an der Barden. Willkommen an der Bardenakademie. Ah, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesandt? Ich werde allen Bescheid sagen, dass wir soweit sind. Aber das Fest beginnt erst bei Einbruch der Dämmerung. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Ich erwarte morgen euren Vortrag zu hören, ist das klar? Im Moment wüsste ich nicht, wie euer Rat das noch verbessern könnte. Ah, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesagt? Nur meinem Urteil. Und nun geht wieder üben. Ah, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesandt? Großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf. Hey, was soll denn das? Ich glaube, Sanguine würde diese Feier gefallen. Für den zwinkenden Skeber. Heute nur eine Flasche für mich. Ich will sie vielleicht Vivien schenken. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Willkommen ich freue in Einsam. Mich, euch das kennengelernt Fest wäre zu haben. Ohne den Einsatz Nach und euch. Die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds nicht möglich gewesen. Mögen Lieder euch beflügeln. Mit dem Anzünden des Bildnisses wird er ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Ich glaube, sie mögen euch. Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elises Wunsch hin zahlen soll. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ich glaube, Sanguine würde diese Feier herzlichen Glückwunsch. Gefallen. Ihr habt das... Larina, meine Schülerin, dieser Dummkopf, hat mir meine Flöte gestohlen und sie an einen Totenbeschwörer verkauft. Ich habe gerade den Erpresserbrief erhalten. Diese Flöte ist schon seit 17 Generationen in Familienbesitz. Jetzt steht doch nicht einfach hier rum. Holt mir meine Flöte zurück! Larina hat ihm wohl erzählt, dass man mit der Flöte die Toten tanzen lassen kann. Es ist nur eine Flöte.
Eine sehr alte und wertvolle Flöte, aber trotzdem nur eine Flöte. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Badin von Himmelsrand kennt. Es ist euer Verdienst, dass unser Fest doch noch stattfindet. Ich hörte, wir verdanken das hier euch. Verbrennt den König! Verbrennt den König! Das ist der beste Würzwein, den ich je hatte. Ich dachte, das Fest würde dieses Jahr nicht stattfinden. Danke, dass ihr Elisef überredet habt, die Feier wieder zu gestatten. Mir gefallen die hübschen Lichter. Oh, ja. Guten Tag. Da ist ja unser Held. Na los, entzündet die Fackel. Holt euch eure Fleischpastete, eigens für diese... Ich sagte kostenlose Fleischpastete, und zwar genau eine. Hier, bitte. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Ihr könnt euch ruhig ein paar Süßigkeiten nehmen. Ich habe sie schließlich für das Fest gemacht. Würzwein für den zwinkernden Skewer? Heute nur eine Flasche für mich. Ich will sie vielleicht Vivienne schenken. Und was braucht, wenn ihr es wünscht? Nach euch. Jörn ist der Beste von denen. Danke vielmals. Durch das Fest ist nur eine Flasche pro Kunde. Der Retter des Festes natürlich ausgenommen. Hier sind ein paar Flaschen für euch. Fleischpasteten! Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Kauft Fleischpasteten! Jörn ist der Beste von denen. Ihr könnt euch ruhig ein paar Süßigkeiten nehmen. Ich habe sie schließlich für das Fest gemacht.